Tag zusammen, komm zurück in Ruhrkirchen, unserer Metropole an der Ruhr, mit dem Blick auf den Chemiepark Marl, den wir hier im Vordergrund sehen. Den haben wir jetzt zuletzt errichtet mit zwei Spezialgebäuden, der Chemiefabrik und der Pharmaunternehmen. Wir werden jetzt diesen Twitch-Stream und gleichzeitig auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf YouTube das nutzen hier, um unsere Stadt weiter auszubauen. Wir haben noch einiges an freien Flächen. Hier bei Stärkgrad ist noch einiges frei. Hier ist einiges noch möglich. Wir müssen hier noch ein bisschen nacharbeiten. Wir sehen hier unten brennt gerade die Industrie. Und wir müssen noch ein bisschen Verschönerungsarbeiten vornehmen. Das soll der Teil dieses Streamside vor den nächsten Wirbelsturm, der hier aktiv ist. Ja, damit werden wir jetzt anfangen. Der erste Schritt wird sein, dass ich hier noch mal eine vernünftige Wendemöglichkeit für den Güterbahnhof errichten möchte. Wir nennen den auch mal um. Das ist jetzt also Argo Stärkrade. Damit die auch alle richtigen Namen haben. Das hier ist Cargo Marl. Und dann haben wir hier hinten noch, wo haben wir ihn dort? Cargo Osterfeld. Prima. Also so wie wir das hier gemacht haben mit dieser großen Schleife, machen wir das hier auch, denn das hier ist ein bisschen komisch. So. Mal ein anderer Blick, genau, von hier aus. Hier bauen wir als erstes mal eine Schleife ein, dass die Züge auch hier rausfahren und dann wenden können. Der Pinsel ein bisschen breiter. Warten hier und müssen wahrscheinlich bis hier hoch. Na, das war falsch. Den wollen wir also das und das. So, und dann gehen wir hier so rum in einer Schleife. Einigermaßen annehmbar für die Züge. Das gleiche machen wir jetzt auch nochmal hier rum. Ja, die Idee ist nämlich, dass die Züge hier wenden können. Ganz flach will ich es nicht machen, weil es schon sehr steil werden wird. Aber das ist so. Also, haben wir hier, da sind die Gleise für die Züge. Und dann gehen wir jetzt, damit wir blenden das hier nochmal mit ein. Das ist schon relativ steil. Aber das geht nicht anders, denn wir müssen hier einigermaßen, können wir noch schöner machen, aber wir brauchen hier eine vernünftige Verkehrsführung für die Züge. Also müssen wir gucken, dass wir jetzt hier den Punkt erwischen und dann geht es hier im Kreis herum. Dann können wir hier auch das abreißen, hier dieses Gleisstück. Das war ja eh eigentlich nur so eine Notlösung. Dann können wir, glaube ich, auch mal das Gelände wieder ein bisschen auffüllen an der A3. So, das glätten wir hier auch. Arbeiten wir direkt mal ein bisschen nach. Der Plan ist ja, dass wir hier die Möglichkeit haben, den Güterverkehr ein bisschen umzuorganisieren, denn bisher hat ja Marl noch gar keinen Anschluss ans Güternetz. Also bevor ich das vergesse, ich möchte ja nur Besteuerung hochsetzen. Ich glaube, wir können ja mal auf 6% bei den Büros gehen. Da haben wir auch noch Möglichkeit. So, also wir wollen, das war schon richtig.
Güterzugverbindung. Wir möchten hier starten, gehen dann hier rein. Machst du das auch? Ja, der dreht dann da. Das ist gut. Und dann fahren wir hier rein. Und dann geht es wieder zurück nach Marl. Schauen uns die Route mal an. Frachtverkehr. So, da braucht ihr sicherlich nur... Ja, zwei ist schon zu viel eigentlich. Interessanterweise ist da gar nichts los auf der Strecke. Na? Andere Farbe in Rot. Ja, das ist jetzt Cargo Ruhekirchen. Weil die ja wirklich nur intern ist. Aber jetzt gucken wir mal eben. Das sah mir nicht so aus, als ob das alles funktioniert. Verwacht hier die Benutzung. Das ist ganz okay. Die ist ja hier sehr beliebt. Dann können wir zwei weitere Fahrzeuge spendieren. So, hier ist die A1, hier ist die. Okay. Das sieht gut aus. Wir gucken hier. Dann können wir hier nochmal zwei weitere Busse spendieren. Und dann, wir gucken noch mal eben, ob hier auch alle, hier beschwert er sich. Aber das ist die Straßenbahn, die sich hier beschwert. Können wir noch was ergänzen? Nein, das sind ja die Züge. Quatsch, ich möchte hier Straßenbahndepot. Okay, sind alle unterwegs. Ich glaube, da können wir vielleicht noch ein bisschen was einsparen. Hier sind drei, also das ist auch schon das Minimum. Und hier sind vier unterwegs. Das hier ist... Na, hier können wir noch einsparen, auf einen gehen. Und wahrscheinlich in die Gegenrichtung auch auf einen zurückgehen. Jawohl. Das passt. So, wo haben wir hier noch Potenzial? Universitätslinie. Ach, die ist schon auf Minimum. Ja, okay. Das sollte, glaube ich, passen können hier vorne. Das sollte sich gleich erledigen. Hier vorne können wir dann mal ein bisschen was schöner machen. Dann nehmen wir hier am besten mal den Fußweg. Führen den hier rum. So. Müssen wir noch näher machen hier. So, das greift hier ganz gut. So, hier rum. Okay, und dann gehen wir hier nochmal näher ran. Weil okay, das ist gut. Dann platzieren wir noch mal ein paar Blumenkübel. So ein paar größere hier. So, dass wir hier quasi die Möglichkeit haben, dass die Straßenbahnfahrer hier ein bisschen entspannen können. Dann so ein paar Objekte hin. Hier gibt es auch noch so Buden, oder? Zeitungsautomaten nicht, aber
So, hier kleiner Imbissstand. Okay, und dann ein paar Bäume. Perlen. Können wir hier noch platzieren? So, das sieht doch gut aus. Perfekt. Sehr schön. Und bald nochmal. Kurz parallel kommunizieren. Kann nicht schaden. So, also das hätten wir auch geschafft. Jetzt. Was haben wir noch zu tun? Ich gucke mal ganz kurz. Bei der Arbeitslosigkeit 2,8%. Das ist prima. Das heißt, jetzt können wir wirklich mal wieder neue Gebäude, Wohngebäude errichten. Das ist noch zu tun. Hier oben haben wir das Problem, diese Pumpstation, die den Chemiepark mal versorgt. Da kommt keine Müllabfuhr hin. Wir brauchen hier noch eine was zur Müllverarbeitung, denn das hier, die Industrie-Müllverwertungsanlage, ist keine klassische sammelt keinen normalen Müll. Na, wo fährst du gerade lang? Doch. Ach der wohl, wieso fährt er denn hier nicht zu unserem zu unserer. Ah, doch, jetzt ist einer hingefahren. Kommen die da nicht hin oder was? Hm. Also, doch, alles gut. Ich dachte, wir bräuchten hier nochmal. Wir bräuchten hier noch eine weitere Mülldeponie. Gut, dann werde ich jetzt hier. An dieser Stelle brauchen wir jetzt ein neues Wohngebiet und auch hier können wir nochmal ein Wohngebiet definieren für. Stärker. Vielleicht fangen wir damit jetzt mal an. Gucken uns wie immer das Gelände an. Das Spielchen kennen wir ja schon. Das ist hier einigermaßen machbar. Glätten das hier ein klein wenig. Und platzieren dann hier ein paar. Wir bauen ja ein paar Einfamilienhäuser hin, die dann für die Menschen hier in Stärkrade ist. Wir brauchen hier einen Zugang von hier hoch. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Können auch hier auf der Seite auch nochmal ein bisschen ebnen. Hier auch nochmal ein bisschen die Möglichkeit, Gewerbe oder sowas zu platzieren. Wir schauen mal. Also wir müssen jetzt hier hoch. Wieder das Gelände, damit wir alles sehen. So, 90 Grad Winkel. Das gleiche hier. So, ja, dann sieht man es nicht. Also 90 Grad, das ist besser hier. Und dann geht es hier hin. Wir können hier drüben auch noch mal den Anschluss wagen, glaube ich, an der Mülldeponie. Auch wieder 90 Grad. Das ist gut. So, 90, 180. Wo ist die Hilfslinie? Wo ist sie dort? So wird das Gelände auf der Seite noch mal ein bisschen anpassen. Was hier mal auf eine Ebene.
So. Die Freiheit nehmen wir uns. Da müssen wir einmal kleine Rampe machen. Perfekt. Also. Wir gehen hier senkrecht weg. Gleiche machen wir hier. So, dann was machen wir jetzt hier auch wieder in der Kurve. Gleiche hier drüben. So, hier brauchen wir dann wieder gleich sämtliche Infrastrukturgebäude. Das ist ein bisschen eng hier, ne? Das ist nix. Dann machen wir das lieber von Hand. Also hier gleiche Länge. Das ist wie weit? 104 sind also 52. Also, nicht alle Snap-Tools an. 52. Jetzt können wir da alle Snap-Tools anmachen. 52. Perfekte Kurve. So mag ich das. Okay. So, was machen wir jetzt hier? Hier müssen wir... Man sieht nicht so genau, wie man hier am besten rausfahren kann, damit es senkrecht ist. 42, 40. Na, Hilfslinie. Da kommt sie erst. Wilde Straßenführung, das kennen wir ja schon, das machen wir ja häufiger. Dass wir dann hier ein bisschen kreativer werden. Hier die Mülldeponie, die müssen wir ein bisschen verstecken. Das machen wir mal mit so einem Wall, würde ich sagen. Ein Stärke runter, Breite runter und dann gucken wir mal, dass wir das hier halt damit hochgesetzt bekommen. Das ist schon ein bisschen viel Höhe. So, hier ein bisschen runtergehen. Ja, alles klar. Das brauchen wir, um jetzt das breiter zu machen. Dann machen wir quasi so eine Art Wall. Was ist das denn hier noch? Alte Mühlenruine. Okay. Ja, gar nicht gesehen. Hier neben der Mülldeponie. Objekt abreißen. Die muss leider der modernen Welt weichen, diese Mühle. So. Das bis hier vorne und da können wir es hier auch nochmal lassen. So. Vielleicht geht es dann sogar bis hier. Das ist doch gut. Ein bisschen Gelände wieder anpassen. Das nicht ganz so steil ist. Prima. Alles klar, die Kronstraße, die Goethestraße. Das gefällt mir ganz gut. Wir können hier vorne vielleicht auch noch mal ein bisschen geradeaus weggehen. Das gleiche, ups, das sollte eigentlich gerade werden. Gerade weggehen, das gleiche machen wir hier auch. Und dann das Spielchen können wir auch kleiner Kreisverkehr ans Ende. Stichstraße haben wir noch ein paar so Stichstraßen hier weggemacht. So.
Kreisel und Kreisel. Da setzen wir nichts hin. Moment, man sieht aber irgendwie den Hügel nicht mehr so richtig. Das gefällt mir noch nicht. Das war vielleicht noch ein bisschen steiler. Okay. Dann nehmen wir direkt mal ein paar von diesen Büschen und pflanzen hier Büsche an auf dem Hügel. Da vorne sind ja noch Bäume, aber dann sieht das vielleicht nicht ganz so schlimm aus. Haben wir noch irgendwelche, ist da ein Apfelbaum, wilder Grünbusch. So, das ist ja hier in City Skylines 2 noch nicht so, dass die Bäume in der Nähe der Industrie eingehen. So, was brauchen wir alles? Wir brauchen eine Grundschule. Platzieren wir hier, wenn sie will. Dann auf dieser Seite. Ich denke, wir werden noch schnell die Fußwege platzieren. Gelände. So, damit hier der Fußweg runtergehen kann. Jetzt brauchen wir nicht so viele Fußwege. Hier können wir einen durchlegen. Und wir werden hier unten noch so einen kleinen Wanderpfad machen. Hier gehen wir nochmal quer und hier auch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir werden noch sicherlich eine Sekundarschule brauchen, eine kleine. Das ist natürlich klar, dass diese Fußwege da wieder so ein Millimeter zu groß sind. Das ist immer das gleiche Problem. Ah, jetzt passt sie. Wunderbar. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen eine kleine Klinik. Wir brauchen ein Krematorium. Das können wir vielleicht ein bisschen, ohne zu despektierlich zu sein, hier vorne hinsetzen. Wir haben eine kleine Feuerwehr. Mal da oben ist eine. Und die können wir vielleicht mal hier noch kurz an der Stiftstraße, genau. Kleine Polizeiwache. Wir brauchen Briefkästen. Das machen wir auch direkt, sonst vergessen wir das wieder. Gut, kleines Postamt, das brauchen wir glaube ich hier nicht. Wir können auch hier erstmal mal definieren, dass das hier ein neuer Stadtteil wird. Den nennen wir dann Hülz. Stadtteil von Marl. So, von oben gucken, dann wird es etwas einfacher. So. Und Schluss. Unterstädt ist es nicht, das ist. Ne, Moment, das ist ja stark gerade, ne, oder? Genau. Mal Hülz machen wir hier vorne, das ist ja gar nicht mal. Wie nennen wir das? Das nennen wir mal Stürum. So. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein paar Parks. Da vorne ein Basketballfeld hin. Einen winzigen Stadtpark. Hier vorne hin ein runder Park. Mal gucken wir gleich nochmal. Eckenpark, der ist eigentlich auch ganz hübsch. Aber ein bisschen groß. Großen Spielplatz hier hin. Ja. So, wir schauen noch mal eben. Haben wir hier sonst noch was vergessen? Da
das brauchen wir nicht. Die Müllverwaltung, Schulen haben wir, Feuerwehr haben wir, das haben wir. Sieht gut aus. Dann platzieren wir jetzt erstmal ein bisschen Gewerbe. Das machen wir hier entlang der Marienstraße. Wir brauchen aber hier nochmal den Blick aufs Gelände. Ich will nochmal gucken, ob das... Ja, wir können hier, hier können wir ein bisschen was machen. Auf der Seite nicht, aber hier auf der Seite können wir. Da ist sowieso ja sonst nichts. Dann kommt hier auf diese Seite. Passt noch was Kleines hin. So, dann kommen Einfamilienhäuser. Aufpassen, dass wir hier nicht zu nah an den Abgrund kommen. Hier vorne passt garantiert auch noch mal ein Fußweg rein. Hier kriege ich den hier nicht auch durch. Okay, wunderbar. Das mag das Haus wieder nicht. Das Spielchen kennen wir ja auch schon. An der Herbststraße entlang. Hier kommt komplett alles voll. Das machen wir hier mit dem Füllwerkzeug. Also hier, was haben wir hier? 3x3, 3x3, 2x2, 2x2. Waldbrand wütet. Das ist nicht so gut. Hier auf der Einfahrt hier rein machen wir auch noch mal ein bisschen Gewerbe und der Rest, upsala, das wollte ich nicht. Stopp, Freunde. Ihr dürft hier nicht hinziehen. Das möchte ich nicht. Oh Gott, das wäre wild geworden. Zwei Felder tief. Ja, der Bedarf ist schon sehr groß, das sieht man. Hier muss Gewerbe hin, das sehen wir schon. Da ist einiges an Verschmutzung durch die Mülldeponie. Da kommen dann irgendwelche Geschäfte oder sowas hin. Hier. Bedarf ist aber sehr groß. Hier haben wir noch Möglichkeiten, das können wir alles voll machen. Drückt bei Styrum, was wir dann gleich noch brauchen, sind eine Busverbindung, so wie wir die setzen. Ich will auch gleich noch ein paar, ja noch die U-Bahn definieren. Ich glaube, da kann Ruhrkirchen auch eine U-Bahn vertragen. Gut. So, das haben wir. Wie sieht es eigentlich mit dem Internet aus? Nicht so gut. Also Telekommunikationsmast, wo wir... Gut. Da haben wir einen... Den vielleicht hier ohne da. Einen großen platzieren. Hier ist nämlich keiner in Stärkrade, ne? Genau. So, das ist doch gut. Das kann sich entwickeln. In der Zwischenzeit definieren wir nochmal eine neue Buslinie. Da brauchen wir Haltestellenhäuschen. Natürlich an den Schulen. Hier und hier. So, und dann müssen wir gucken, wo haben wir hier einen guten Anschluss. Können ja sicherlich auch noch mal hier vorne zwei.
Können mich hier zur Uni fahren, hier wenden, hier zurück, genau. Und dann hierhin. Ja, okay, ich glaube, das sollte reichen. Also dann starten hier, wenden hier. Ne. Das machen wir anders. Also müssen wir mal gucken, wir starten. Ja doch, das ist eigentlich zum Wenden, ist ja schon ganz okay. Fahren dann hier zur Uni. Halten hier. Fahren dann hier hin. So, und dann schließen wir die Route. Hier fehlt noch ein Häuschen. Kriegen wir das ein bisschen besser platziert. Hier nochmal ein Wegpunkt. Da war er gerade. Na komm. Da, perfekt. So, das ist jetzt die Buslinie Thürum Universität. Da reichen sicherlich drei Fahrzeuge. Eine andere Farbe noch. Nehmen wir mal hier rot. Und Ticketpreis auf 4. Ja, okay. Bedarf ist weiter hoch. Das ist ja eigentlich prima. Ja, können wir jetzt nämlich hier als nächstes noch einen kleinen Wanderweg definieren. Der soll von hier aus starten. Die Pinselstärke ist richtig. Die Breite machen wir ein bisschen weniger. Starten hier. Und dann, ne, was müssen wir anders machen? Wir nehmen diese Höhe hier, diese dicke Linie. Folgen der hier. Dann geht es hier hoch. Und dann folgen wir hier dieser Linie. Die Linie deswegen, weil man dann natürlich besser sehen kann, wo sie so lang führt. Kleiner Knick entlang der Ruhr. So, hier wird es etwas heftiger. Okay, und dann gehen wir von hier aus Flurstraße. Wir können einmal hier die Verbindung hoch machen. Und hier. Naja, das ist schon relativ steil. Diejenigen, die es etwas steiler mögen, das gleiche machen, wenn es von hier aus kommt, geht es dann hier einigermaßen sanft hoch, so gut es geht. Wir brauchen hier wieder die Verbindungen. Linien einblenden, damit wir sehen, wo wir sind. Dann können wir nämlich gleich mit diesen Objekten, dieses Decoration DLC oder dieses Expansion Pack, damit können wir nämlich gleich dann hier noch ein paar Objekte platzieren, auch wenn dann hier keiner langlaufen wird. Das ist ein bisschen schade, dass das dann nicht genutzt wird. Müssen wir von oben gucken, ob ich hier was sehe. So, hier rum. Gut, dann geht es jetzt hier rum. Dann hier hoch. Anschluss hier, dann machen wir den Anschluss noch hier.
Das ist schon sehr steil. Das ist Quatsch hier. Ihr geht weg. So, hier den Anschluss haben wir noch nicht gemacht. Mit einem kleinen Parkplatz platzieren, winziger. Schon zu groß, dann nehmen wir den hier. Die Leute, die hier wandern wollen, prima. So, wo sind denn hier da? Da sind doch jetzt diese Sets. Genau, können wir doch hier vorne. Da haben wir noch genug Platz, um das hier noch ein bisschen ein. Dann haben wir nämlich hier Platz genau für ein paar Kioske. Die kann ich hier auch als Pinsel setzen, das ist sehr interessant. So, Sand, Sand, Kachel, 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 Gras. So, machen wir mal so ein kleines Quadrat, wunderbar. So, ein Imbissstand. Noch ein kleiner Imbisswagen. Kleinen Brunnen in die Mitte. So, und dann haben wir hier, ne, ich glaube, die, wo waren die denn jetzt? Die waren hier, ne? Die Sitzplätze, genau. Hier nochmal drei. Sehr gut. Dann, was haben wir hier noch? Diese Objekte. Ist nicht perfekt. Machen wir nochmal neu. Mal senkrecht von oben drauf. Ganz gerade, aber das ist nicht so schlimm. Was haben wir noch an Objekten? Hier gibt es auch noch irgendwelche Spielsachen, oder? Spielplatz-Set. So, und dann vielleicht hier vorne genau. Veranda schaukeln. So, dann gepflegter Busch, damit wir hier das so ein bisschen einzäunen. Das ziehen wir mal hier rum. Damit hier keiner in die Tiefe stürzt. Da werden wir gleich noch ein bisschen das Gelände wieder einebnen, aber dann haben wir hier schon was ganz Schönes gemacht. Das gefällt mir wirklich gut, dass jetzt hier mit diesem Decoration Expansion Pack hier die Möglichkeit gegeben haben, dass man hier sehr viel Detailarbeit machen kann, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen mühselig ist ohne Time-Slave-Modus. Die ganze Sache ein bisschen zu beschleunigen. Aber ich glaube, hier so eine Hecke. Okay, gut. So, ziehen wir das hier nochmal gerade. Da wäre jetzt eine Mod ganz gut, aber hier in unserer Vanilla-Version haben wir das nicht. So, ein paar Bäume brauche ich noch. Der ist schon sehr groß. Was haben wir noch? Eine Eiche, Birke.
Sehr gut, dann noch ein bisschen einebnen des Geländes, damit es nicht ganz so steil ist. Und dann haben wir den ersten Teil des heutigen Streams auch schon geschafft. Ein paar Pflanzen platzieren, das machen wir gleich im zweiten Schritt noch, damit das ja nicht ganz so karg aussieht, aber erstmal hier ein bisschen dem Gelände Tribut zollen. So, damit hier keiner stürzt. So, nochmal ran. Hier ist er aber. Also, wir sind schon wieder im September, im Herbst. Okay, das geht echt ruckzuck hier. So, wir müssen hier weiter raus, um besser einleben zu können. So, besser. Auch hier die Marienbrücke etwas gut, das ist gut, das gefällt mir wirklich sehr gut. Prima. So, jetzt kommen hier noch ein paar Bäume. Wir nehmen hier den Pinsel. Wir haben erwachsene Bäume, das ist gut. So, die verteilen wir jetzt mal hier in Styrum. Und ja, könnt ihr natürlich auch nochmal weitermachen. Aber wir machen erstmal ein paar Bäume hin. Was haben wir hier noch? Den Grünbusch. Auch wenn der jetzt schon gelb ist. No. Edelkastanien. Geldtechnisch sind wir echt gut ausgestattet, das muss man schon sagen. Da haben wir echt überhaupt keine Probleme mehr. Das ist ein bisschen. Es ist ja schade, dass wir hier ein paar Apfelbäume können mal in Styrum selber platzieren. Da ist die Frage, ist es schade, dass das Spiel eigentlich keine Herausforderung hat, nachdem es am Anfang schon ein bisschen mühselig war. Andererseits, wenn man es gar nicht hätte, hätte man halt auch überhaupt gar keine Möglichkeiten, großartig was zu bauen. Wir haben jetzt hier ein paar Steine. Platziert er hier Steine? Und dann so ganz kleine. Oh ja, okay, wir können ein paar Felsen hier platzieren in der Ruhe. Okay. Gut, Trümmer brauchen wir keine, Markierungen auch nicht. Gucken wir uns an, was wir gemacht haben hier. Auch wenn hier, wie gesagt, keine Personen langlaufen werden. Das hat dann jetzt hier auch da das Gelände angehoben, leider. Dann ebnen wir dich noch mal ein. Okay. So, haben wir hier ein paar Buden. Ja, ist auch eigentlich ganz hübsch, wenn man nicht dagegen auf der gegenüberliegenden Seite auf diese Wand gucken würde. Aber ich glaube, die kriegen wir nicht weg. Die, wie heißt sie? Fassbinderstraße. Okay, naja gut. Dann machen wir hier einmal einen kleinen Cut für die YouTube-Aufnahme und dann geht es hier dann gleich weiter.